Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, lieber Kollege Matthias Birkwald, ich muss sagen, herzlichen Glückwunsch. Sie haben es wirklich geschafft, aus einer Mücke einen medialen Elefanten zu machen. Viel Lärm um nichts. Meine Kollegin Dagmar Schmidt hat es schon ausgeführt. Es geht maximal um einen Monat. Und bisher ist kein einziger Fall bekannt, bei dem wegen dieses einen Monats ein vorzeitiger Rentenzugang für besonders langjährig Versicherte nicht möglich war. Ich will an der Stelle aber auch noch mal ganz deutlich machen, wir lassen uns die Leistungsverbesserungen des Rentenpakets nicht kaputtreden. Das gilt für die Mütterrente, das gilt für die Verbesserungen bei der Erwerbsminderungsrente und das gilt auch für den vorzeitigen Rentenzugang für besonders langjährig Versicherte. Und wir wissen, dass viele Menschen in Deutschland davon profitieren und uns auch dafür dankbar sind. Im Übrigen möchte ich vorschlagen, dass wir uns, was die Alterssicherung von Frauen angeht, doch den wesentlichen Problemen zuwenden. Die Armutsgefährdungsquote von Frauen im Alter ist deutlich höher als die von Männern. Frauen erzielen im Durchschnitt nur etwa 60% der Rentenansprüche der Männer. Und dies ist die Folge unterschiedlicher Erwerbsbiografien. Es geht zurück auf eine zu geringe Erwerbsbeteiligung von Frauen, vor allem in sozialversicherungspflichtiger Vollzeitbeschäftigung bzw. in vollzeitnaher Teilzeitbeschäftigung. Zwar ist die Erwerbsbeteiligung von Frauen gestiegen in den vergangenen Jahren, aber wir liegen immer noch hinter Ländern wie Schweden und Norwegen zurück. Und zudem arbeiten zu viele Frauen in Teilzeit, häufig mit geringer Stundenzahl. Dabei handelt es sich zu häufig auch um ungewollte Teilzeit. Fast jede fünfte teilzeitbeschäftigte Frau arbeitet in Teilzeit, weil sie keine Vollzeitstelle findet. Daneben sind geringere Löhne und Einkommen verantwortlich für geringere Rentenansprüche von Frauen. Frauen bekommen im Durchschnitt in der Stunde immer noch 22% weniger als Männer. 7% gehen auf direkte Lohndiskriminierung zurück. Das heißt, dass Frauen für die gleiche Arbeit im gleichen Betrieb weniger bekommen als Männer. Frauen bekommen aber auch deshalb geringere Löhne, weil sie häufiger in sozialen Berufen arbeiten und weniger in Führungspositionen vertreten sind. All das sind potenzielle Hindernisse für eine auskömmliche Rente. Und deshalb sind die zentralen Aufgaben der Politik erstens die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf und eine andere Aufteilung der Erwerbsarbeit zwischen Frauen und Männern, damit mehr Frauen in sozialversicherungspflichtigen Vollzeit- oder vollzeitnahen Teilzeitbeschäftigungsverhältnissen arbeiten können. Zweitens, gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit. Drittens die Aufwertung sozialer Berufe und viertens mehr Frauen in Führungspositionen. Und meine Damen und Herren, genau da setzen wir an. Genau dafür hat die SPD Maßnahmen in der Großen Koalition zur Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern im Erwerbsleben durchgesetzt. Wir haben das Elterngeld Plus beschlossen. Wir haben den Partnerschaftsbonus im Elterngeld eingeführt, damit Arbeit und Familie besser vereinbart werden und damit es zu einer besseren Teilung von Erwerbs- und Familienarbeit zwischen Männern und Frauen kommen kann. Wir unterstützen Länder und Kommunen beim Ausbau der Kinderbetreuung. Deswegen entlasten wir Länder und Kommunen in dieser Legislaturperiode massiv, wie das noch keine Bundesregierung davor gemacht hat. Und damit ermöglichen wir auch den Kommunen, die Erzieherinnen endlich besser zu bezahlen, damit dieser Beruf auch entsprechend honoriert wird. Die Aufwertung sozialer Berufe gilt aber übrigens nicht nur für die Kinderbetreuung, sondern es gilt auch für die Pflege. Mit dem ersten Pflegestärkungsgesetz hat die SPD durchgesetzt, dass Pflegeeinrichtungen, die Tariflohn zahlen, zukünftig besser dastehen, weil Tariflohnsteigerungen in Zukunft bei den Pflegesatzverhandlungen nicht mehr als unwirtschaftlich abgelehnt werden können. Wir haben ein Pflegeberufegesetz in der Vorbereitung, mit der wir für eine weitere Attraktivitätssteigerung in den Pflegeberufen sorgen. Und das hat die Kollegin Schmidt schon angesprochen.
Wir sorgen auch für gerechtere Bezahlung, denn vor allem Frauen profitieren vom Mindestlohn. Wir schaffen ein Entgeltgleichheitsgesetz. Und wir wollen den Anteil weiblicher Führungskräfte in Deutschland erhöhen. Deshalb werden wir morgen hier in diesem Haus die gesetzliche Frauenquote beschließen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Damit erhöhen wir auch für die vielen hochqualifizierten Frauen die Chancen, auch bis auf die Chefetage zu rücken. Das alles, meine Damen und Herren, sind Maßnahmen, die die Gleichstellung von Frauen und Männern im Erwerbsleben wirklich fördern und damit auch ihre Einkommenssituation im Alter verbessern werden. Herzlichen Dank. Ich schließe die Aussprache. In der Fraktion